Moin Freunde, was geht und herzlich willkommen zu einem Video auf meinem Kanal. Ja Leute, ich wollte euch heute mal mein Preset Pack vorstellen, beziehungsweise mein Preset Pack releasen, denn in der ganzen Zeit hat sich ein bisschen was angesammelt. Und genau, das wollte ich jetzt einfach mal veröffentlichen, weil ich auch viele Bilder für Kollegen bearbeite und ich auch oft schon gefragt worden bin, wie ich die mache, meine Bilder, die Edits und ja. Das ist eigentlich ganz simpel. Ich mache das eigentlich alles in Lightroom, Lightroom Classic. Ja, wenn ihr Lightroom Classic startet, kommt ihr zu diesem Screen. Das sind keine Bilder bei euch drin. Dann geht ihr hier einfach auf Importieren, zieht einfach den Ordner rein oder die Bilder oder sucht ihn hier auf der Seite. Zieht es rein, wählt die Bilder aus und dann eben auf Importieren. Ich habe jetzt schon zwei Bilder. Einmal die Simpson von DaveNet, Kuss geht raus. Und von Niklas ein Foto, also Emerald Fire. Genau, da zeige ich euch jetzt ein paar Beispiele dieses. Wenn ihr die importiert habt, geht ihr hier oben auf Entwickeln, zählt dann unten die zwei Bilder und eben schon ein paar Sachen. Klickt ihr einfach zum Beispiel jetzt auf das Bild, das ist eben von Niklas. Ja, hier seht ihr schon ein paar Infos, zum Beispiel ISO, Millimeter und so weiter. Shutter Speed, bla bla bla. Und die Blende. So. Wenn ihr jetzt meine Presets verwenden wollt, dann geht ihr hier auf Vorgaben, klickt einfach mal rauf hier, aufs File oder einfach auf den Namen. Dann geht ihr hier rechts auf das Plus, da steht auch schon neue Vorgaben hinzufügen. Dann Vorgaben werden importiert, dann nehmt ihr den Ordner von mir, zieht einfach die XMP-Dateien rein, klickt auf Importieren, fertig. Dann bekommt ihr hier drüben so einen Ordner, der heißt wahrscheinlich Nox Preset Pack oder Benutzer definiert oder irgendwie sowas. Macht hier auf. Und ja, das ist eigentlich. Jetzt habt ihr meine Presets. Wenn ihr hier drüber geht, seht ihr auch schon eine Vorschau von dem Bild, wie das dann aussieht mit dem Preset. Zum Beispiel hier ist das Sunset Porträt. Genau, das sieht eben so aus. Eben Sunset, lol. Bisschen mit Lila gearbeitet, bisschen. Ja, ihr seht ja. Bisschen Struktur reingebracht. Leichte Gradationskurve. Teils weiß ich gar nicht, da habe ich ein bisschen geschärft. Ja, genau. Wenn ihr euch ein Bild nicht 100% gefällt, dann könnt ihr euch auch noch ein bisschen damit spielen. Eben bei den Reglern, es ist alles verstellen und einstellbar. Ja, zum Beispiel, wenn ihr unbedingt, keine Ahnung, das Preset verwenden wollt, dann seht ihr halt, das stimmt ein paar Sachen nicht. Spielt da einfach ein bisschen herum mit den Reglern, keine Ahnung. Und ja. Das ist eigentlich. Ja, ihr habt auch noch so ein Vorher-Nachher-Bild. Ich stehe euch jetzt zwischen Vorher- und Nachher-Ansicht wechseln. Ja, sieht man glaube ich ganz gut den Unterschied. Genau, ich habe eben auch, wie gesagt, für verschiedene Situationen verschiedene Bilder, wo ich Presets, wo ich die jetzt angewendet habe, zum Beispiel K, Schnee, bla 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 bla. Simpson, glaube ich, habe ich auch noch drin. Ja, Simpson Preset. Beispiel bei der von eben Dave, da habe ich das Preset verwendet. Wenn ihr jetzt ein Bild, wenn ihr jetzt fertig seid mit dem Bild zu editieren, zum Beispiel das hier mit dem, nehmen wir nochmal Sunset Preset, geht ihr hier unten nach rechtsklick oder wenn ihr mehrere Bilder exportieren wollt, klickt einfach Shift auf zwei Daumen noch rauf oder halt die ganzen, rechtsklick exportieren. Dann wählt ihr einen speziellen Ordner, eben auf Festplatte, DVD oder Mail. Festplatte ist natürlich das Gängste. Ich glaube, das ist bei euch dann zu, ich weiß es aber gar nicht. Geht einfach auf Speicherort, Teilbenennung, uns zulassen. Ja, mehr brauchst du eh nicht eigentlich. Ihr könnt auch eigentlich alles offen lassen, so. Das ist scheißegal. Sag ich so, wie es ist. Dann nehmt ihr halt einen speziellen Ordner, wenn ihr das in den speziellen Ordner haben wollt. Genau, spezielle Ordner wählen, wählt ihr halt den Ordner aus. Einen anderen Namen könnt ihr auch hier verwenden, zum Beispiel, keine Ahnung, Simpson Edit. Genau, dann heißt das halt Simpson Edit.jpg. Genau, ich würde immer in JPG speichern und immer in sRGB-Raum. Genau, dann eben auf Exportieren und fertig. That's it. Dann habt ihr halt das fertige Bild. Grüße gehen raus an Niklas, dem Süßen. Ja, hier sieht man auch noch einen Unterschied, vorher, nachher. Ja. Wenn ihr die Presets verwendet, this is the way to go.
es arbeitet. Oder wenn ihr Fragen habt, könnt ihr mir gerne schreiben. Discord, Twitter, ganz egal. Ich bin überall erreichbar. Das war's mit dem Video. Leute, ich wünsche euch was. Haut rein, macht's gut. Viel Spaß. Ciao, ciao.